Bei reichlich Sonne sollte doch auch ordentlich Schweiß fließen, aber Serhat Kolasinac sieht im Interview aus wie gelackt. Die körperliche Basis scheint schon gelegt. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist konditionell auf einem sehr guten Level. Wir arbeiten sehr hart und intensiv an der Kondition. Und das merkt man auch, jeder Lauf, der fällt einem leichter. Am leichtesten sind natürlich die Läufe mit Ball und wenn es gilt, ein Tor zu erzielen. Franco Di Santo mit dem Lattenknaller des Tages, Max Meyer. Wunderschön, na gut, den Torhüter macht das nicht immer Spaß, aber den Stürmern auf jeden Fall. Schwerpunkte der Donnerstageinheit, Markus Weinzierl immer mittendrin, waren das Verschieben. Die Abstände müssen immer passen, der Spielaufbau und das Pressing dagegen. Vor allen Dingen der Moment, wann alle losjagen sollen. Erstmal müssen natürlich die Abstände stimmen zwischen den Stürmern und der Abwehr, dass die Abstände nicht zu groß sind. Und dann müssen wir natürlich auf den richtigen Moment warten. Dafür wichtig die Kommunikation. Und hier fällt auf, dass Serhat Kolasinac sich wesentlich mehr einbringt, als es früher der Fall war. Ich fühle mich jetzt auch nicht mehr so als junger Spieler. Ich merke, es kommen immer Spieler mehr, die jünger sind als ich. Und da muss man natürlich auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Einfach mal willkürlich reingehalten. Gais, Goretzka, Ayhan, Bitter, Kehrer, jo, alle jünger. Da ist man mit 23 schon fast altes Eisen. Ja, natürlich. Also wenn ich mir die jungen Spieler angucke, sogar Leon und Max, die sind da jünger. Und auch Josh, die dazukommen, die alle jünger sind als ich. Da fühle ich mich doch langsam sehr, sehr alt.